Noch ein Titanitbrocken, Junge, das ist ja Stonks hier. Oh, ist das die Abkürzung? Dankeschön, From Software. Ich hab euch doch lieb, ist okay. Ich hab euch doch lieb, aber wenn das eine Abkürzung gibt, dann gibt es jetzt einen Bossfight. Und das finde ich wieder nicht okay. Ist das halb Regenwurm, halb Phönix, oder? Das sieht eher nach Wasserkreatur aus. Das sieht wieder nach Wolf aus. Junge, wie viele Tiere hast du kombiniert? Okay. Ist er ganz tot oder kommt jetzt Ocelot? Es kommt nicht Ocelot, das freut mich sehr. So, meine Freunde, wie geht's denn hier jetzt weiter? Sieht für mich hier generell erstmal recht verlassen aus, muss ich sagen. Scheinen ja einige geschafft zu haben, vorbeizukommen, aber... Oh, du hast einen langen Hals, sag ich. Wie siehst du? Das ist ein Lizard Boy. Ich hab das Gefühl, wenn ich das nehme, passiert was. Deswegen lasse ich das erstmal. Wirklich? Der obvieste Geheimpfad aller Geheimpfade ist ein Geheimpfad? Wieder hier? Ich war hier noch nicht. Schön, dass ihr hier schon wart, aber ich nicht. So, passiert das, wenn ich den nehme? Ach nein, das ist nur eine Geste. Okay, also das ist so ein typischer Fall von, wir zeigen dir, wo du als nächstes hin sollst, ja? Aber ich war hier noch nicht. Es ist schön, dass ihr hier alle schon wart. Oh mein Gott. So, wo sind wir denn hier? Ein bisschen dunkel hier. Ihre Doggos. Das heißt, das ist vermutlich die richtige Richtung. Ja, das ist ein Item. Achso, ihr brennt danach nicht weiter. Da kommst du jetzt aber her, oder wie ist der Plan? Verbrenn doch deine Kollegen! Oh, warte, ihr mutiert jetzt, ne? Irr. Das habe ich vergessen. Get yoinked. Ein Estus Aschering. Mana-Punkte, ne? Nobody cares. Oh, nicht schon wieder so einer. Ah, it's that time of the day, okay. Okay, good loot though, good loot. Komm her. Dankeschön, Leute. Sehr, sehr rücksichtsvoll von euch. Oh, Junge, sind das viele Doggos. Nee, ich kümmere mich erst um dich, bevor ich in dich abbecken muss hier. Sehr gut. Das gefällt mir schon besser. Ah, noch einer. Ja, mal Blutungsdamage. Das ist ja alles widerlich. Das wollte ich nicht. Ich kann treten in dem Game? Ah. Ah. Interesting. Immerhin fallen die einfach alle oben. Da und Titanitbrocken. Da hinten geht's weiter, nehme ich mal an. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, was hier abgeht. Das kommt mir bekannt vor. Wait, ist das ein Begriff? Das ist ein Gebiet aus Dark Souls 1, oder? Ja, das ist ein Gebiet aus Dark Souls 1. Oh! Nee, das ist das... Oder ist es der Startbereich von Dark Souls 3?
Ja, wieso lebst du noch? Zwei Titanit-Schuppen, Stonks. Ja, da hat sich ein bisschen verbuggt, dein Reit, du. Ja, macht nur eine Kristallscheiße gerne. Oh, achso, ich dachte, das wäre schon die Vorfeld-Animation. Machen wir zwei Titanit-Schuppen. Titanit-Schuppen sind Big Stongs, 4 Stück in einem Bereich, Alter. Das Gefühl, wir kommen zu irgendeinem großen Story-Arc jetzt langsam. Da krieg ich Allergien, wenn ich sowas sehe. Wenn ich schon wieder dunkel und Fackeln sehe, da krieg ich fucking Flashbacks zu diesem Kerker-Abschnitt. In Dark Souls 1. Ich habe den so gehasst. Legit, dieser Part unten bei den Skeletten, der halb dunkel ist und halb nicht. Nur dieser Part von Dark Souls 1 hält mich davon ab, dieses Spiel nochmal zu spielen. In irgendeiner Form. Egal, ob jetzt irgendwie so Speedrun-mäßig oder einfach, um es nochmal zu spielen oder was auch immer. Blighttown ist mir scheißegal. Gib mir Blighttown. I don't care. Aber der Part... Nee, der nimmt mir legit jegliche Lust darauf, dieses Game nochmal zu spielen. Ich nehme erstmal den TP langsam wieder herstellen, Ring rein, weil ich hier scheiß Gegner kämpfe und manchmal einen Hit mitnehme und ich will nicht jedes Mal. Ah. Ach so. Zur Hölle, habe ich den gerade aus Versehen gekantert? Ach, Alter. Okay, nevermind. Schießen die schon wieder auf mich hier. Nur schöne 100er Seelen hier einsammeln. Was macht ihr eigentlich hier? Warum? Wer hat euch das angetan? Wer hat euch hier abgestellt? Wer hat euch gesagt, hier müsst ihr bleiben? Cool. Sag mal, es gibt Grenzen, mein Freund. Noch mehr? Glück gehabt, ey. Nö, dich habe ich schon besiegt. Ich sehe jetzt nicht ganz ein, dass ich das nochmal machen sollte. Ich muss dich nochmal machen, wa? Ah, Delayed Attacks, schön. Gotta love it. Geist hat langes Bein. Gar keinen Bock, hier in der Ecke zu fighten. Muss mal woanders hingehen. Das sind Delayed Attacks. Hat rote Augen, Guys. Das war bisher immer ein schlechtes Zeichen. Oh. Oh, okay. Okay, also dieser Stichlauf, der ist fies. Anstatt auf ich mach Schaden, da habe ich die Priorität inzwischen auf ich weiche ausgelegt. Eieiei. Also zu dem Thema. Oh. Oh, diese langen Angriffe, Alter. Oh, der ist fies. Mhm. Oh. Jetzt habe ich den Fehler zum zweiten Mal gemacht.
Das ist interessant. Normalerweise ist halt gegen Bosse ein relativ safe Strat, einfach hinter sie zu rollen. Aber der Junge hat halt einfach einen Counter gegen, ich stehe hinter dich. Das heißt, basically muss ich seinem Angriff wahrscheinlich ausweichen, aber darf ihn dann nicht von hinten angreifen, sondern von vorne. Weil wenn ich von hinten angreife, hat er diesen Recover, dass er plötzlich austritt und wieder dasteht. Also der Plan ist, you hit me. Warum ist da ein Item? Oh, ein Glück habe ich Ausdauer gelevelt, ey. Jetzt krieg ich Karate-Kick, ne? Ja. Ah, den Grab sollte ich dodgen. Dringend. Schlag, aua. Oh. Ah! Lass mich heilen. Okay, warum ist da ein Item? Aber die sind in diesem Game nicht mehr so stark, ne? Der Angriff fuckt mich ab. Ich bin stuck. Schon cool. Wir haben also gerade eine Black Knight Halberd bekommen, ja. Wir reden über so 240, 50 plus X mit einer schlechteren Skalierung. Wenn wir sie dann noch durchwirken würden. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr was zum Stärke durchwirken. Die kann man nicht mal durchwirken. Ja, okay, never mind. Ja, yeah, no, it's definitely not better. Vielleicht sollte ich Schild probieren. Aber dann kann ich meine Special Attack nicht mehr machen. Die macht schon viel Schaden, na keine Ahnung. So, aber jetzt hol ich Schild raus. Ah! Aha! Close one. Close one, close one, close one. Da hat er mich kaputt gechained. Oh, kein Kick? Sorry, what?
Ah, jetzt kommt der Kick. Ja, die hab ich verdient. Oh, ich bin auch am Leben. Wieder mache ich den Fehler. Zweite Mal in Folge, ich glaube das nicht. Nein! Er macht einen Charge. Einmal brauche ich nur einen Drehangriff, während ich mich drehe. Das ist nicht der Drehangriff von dir. Das ist der Drehangriff von dir, den brauche ich. Ich hasse diesen Angriff. Nein. Oh mein Gott, der geht komplett ins Nichts. Ah! Ich habe einfach committed und das war gut. Tschüss, Gundir. War schön mit dir. War sehr, sehr schön mit dir.